Einfach anmachen jetzt. Also richtig. Hallo Freunde. Ihr könnt vielleicht an meinem Gesicht und an meiner Cap und an meinen Händen erkennen, dass heute ordentlich was ging. Und zwar habe ich heute mit einem Kollegen Zahnriemenwechsel gemacht, Hydrostößelwechsel, Wasserpumpe gewechselt, Spannrolle natürlich neu gemacht. Und das Ganze musste von 9 Uhr bis 16 Uhr klappen, weil mein Kollege eben nur bis dahin Zeit hatte. Das war nicht ganz so einfach und ob das Ganze wirklich positiv ausgegangen ist, das seht ihr jetzt im Video. Also viel Spaß. Schon mal den Ölfilter lösen? Ja, kannst du gerne machen, das ist überhaupt kein Problem. Ballern wir mal. Guck mal, ich brauch gar nicht. So, jetzt versuchen wir den oberen Totpunkt zu finden. Einmal haben wir so ein Löchlein, wo eine Markierung sein soll. Und Nikias kennt sich halt auch so ein bisschen damit aus, dass er ungefähr weiß, wo der ist. Und dann stellen wir das nochmal genauer ein. Freie, wenn wir jetzt ein Stück weiter drehen. Und da arretieren wir gleich den Stift drin. Ja, Freunde, und so sieht das Ganze aus, wenn man sich ein Haltewerkzeug selber baut. Also sehr professionell, noch die Schrauben kürzen und dann geht's ab. Ah! Die Schraube ist noch dran. Ganz wichtig, sollten keine Markierungen an den Lagerdeckeln vorhanden sein. Auf jeden Fall welche anfertigen. Von links nach rechts 1, 2, 3, 4, 5. Die Demontagereihenfolge für die Deckel ist 1, 3, 5 und dann 2 und 4 über Kreuz. Beim Zusammenbau wird natürlich ein neuer Nockenwellensimmerring benutzt. Ganz deutlich hier schon die Verschleißspuren zu erkennen. Die Nockenwelle wurde jetzt gereinigt. Beim Einbau natürlich die Lage beachten und jetzt anschließend mit Öl streichen. Der Einbau der Lagerdeckel erfolgt genau in entgegengesetzter Reihenfolge zur Demontage. Sprich erstmal Lagerdeckel 2 und 4 über Kreuz jeweils mit 20 Newtonmeter. Oh oh, hab ich nicht. Und du? Alles nochmal, schnell wieder zusammenbauen und nochmal von vorne. Scheiße, ich hab's echt vergessen. Leider waren wir so fixiert und unter diesem zeitlichen Druck haben wir dann einfach vergessen zu zeigen, wie ihr genau den Zahnriemen spannen müsst. Aber da blende ich euch jetzt mal ein Foto ein und erkläre euch auch nochmal eine Kleinigkeit dazu. Als allererstes legt ihr natürlich den Zahnriemen auf, genauso wie es vorher auch war. Und dann löst ihr die Schrauben an dem Einspritzpumpenrad und die der Nockenwelle, so dass diese sich bewegen lassen. Jetzt könnt ihr an der Spannrolle, das seht ihr jetzt hier in dem folgenden Bild, dass ihr eine Nut habt und eine kleine Erhöhung auf der anderen Seite. Diese beiden müssen genau gegenüberliegend liegen. Dann habt ihr die richtige Spannung für den Zahnriemen.
könnt die Spannrolle befestigen und dann die Nockenwelle wieder befestigen und auch das Einspritzpumpenrad mit den Schrauben wieder befestigen. Dann kann ich nämlich die Kamera stoppen hier. Einfach anmachen jetzt. Also richtig. Das ist alles fest, oben ist alles drin, der ist gesteckt. Der Lappen ist raus, rein? Ganz sicher. Welcher Lappen? Im Turbo, ja. Der ist raus. Ich soll nochmal so rein. Oh, scheiße. Armaturen ist raus, Nocken mit aller Richtung angeschoben. Hydros sind 7 von 8 Stück drin. Sorry. Mach. Wir haben jetzt eine Woche später und bei dem Wechsel von den ganzen Geschichten ist uns aufgefallen, dass der Schwingungsdämpfer schon ein bisschen porös ist und den wollen wir jetzt auch austauschen. Das heißt, Lichtmaschine nochmal ein bisschen lösen, alle Riemen runter und dann eben den Schwingungsdämpfer abschrauben und austauschen. Jetzt mit einem kräftigen Tritt gegen die Lichtmaschine drücken und den Riemen abnehmen. So sieht das jetzt alles komplett frisch aus. Die Schrauben werden mit 25 Newtonmeter angezogen und ich bin jetzt super happy, aber wir sehen uns gleich nochmal. Bevor das Intro jetzt kommt, möchte ich nochmal eine Kleinigkeit erwähnen und zwar war das, glaube ich, eins mit der kompliziertesten und spannendsten Projekte so momentan auf dem Kanal und videotechnisch auch eins der aufwendigsten, würde ich jetzt fast behaupten. Und aus dem Grund hat das ein bisschen länger gedauert. Ich bin jetzt schon etwa 1400, 1500 Kilometer gefahren. Also es funktioniert bisher wirklich alles hervorragend. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz hier einschieben. Und jetzt zum Outro. Wie ihr im Intro vielleicht schon gemerkt habt, ich war nicht gerade schlecht gelaunt. Also es hat alles wunderbar funktioniert. Das Hydrostößchen klackert an das Werk, der Zahnriemen ist neu. Ölwechsel war natürlich auch dabei, Ölfilter wurde neu gemacht. Die Kurbelwellen-Simmerringe wurden neu gemacht. Also alles wirklich super geil geklappt. Vielen Dank natürlich nochmal an meinen Kollegen. Aber nehmt dieses Video vielleicht auch nicht so als extreme Anleitung, sondern mehr als Hilfestellung, weil das Ganze, da sollte vielleicht schon jemand dabei sein, der das so ein bisschen drauf hat. Deswegen habe ich mich auch nicht alleine rangetraut. So würde ich auch nie machen und habe mir da Hilfe gesucht. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video geil geworden ist. Ich selber habe es noch nicht geschnitten, deswegen kann ich es noch nicht beurteilen. Ihr könnt mir natürlich unten in die Kommentare schreiben, was ihr cool fandet. Eine kleine Sache wollte ich noch anmerken, und zwar diese First-Person-Ansicht. Falls euch das gefallen hat, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich habe eine kleine neue Action-Cam, die habe ich von Banggood bekommen. Das ist die Runcam 3, könnt ihr auch gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken. Und damit kann ich eben diese coolen Aufnahmen machen. Hat mir echt gut gefallen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!